zum Täter gibt es nach wie vor noch keine Informationen. Man wartet ja hier schon seit geraumer Zeit auf die Spurensicherin, die natürlich auch noch am Montagabend zugegen war und ihre Arbeit aufgenommen hat. Über die Nachtstunden hinweg ist das dann unterbrochen worden und jetzt in den Morgenstunden soll eben die Spurensicherung ihre weitere Arbeit hier tun. Es ist einfach noch viel zu früh. Es gibt Mutmaßungen, es gibt Spekulationen. Natürlich fragen sich auch viele Nachbarn, wie konnte es zu diesem dramatischen Vorfall kommen, dass eben die 85-jährige Pensionistin bei dieser Home Invasion beinahe äußerst brutalen Art eines Raubüberfalls ihr Leben lassen musste, nur wenige Meter sozusagen entfernt von dem eigenen Wohnhaus bzw. von der eigenen Wohnung. Also Spekulationen gibt es unter anderem, dass eben diese Home Invasion aus dem Jahr 2019 etwas zu tun haben könnte mit der Home Invasion aus dem Februar 2016. Nur wenige hundert Meter entfernt hat sich diese zugetragen. Im Jahr 2016, da wurden die Opfer, also die Besitzer in dem Haus, wo die Home Invasion stattgefunden hat, auch sozusagen überfallen. Es wurde ebenfalls Gewalt angewendet, doch die haben die Home Invasion überlebt. Es hat keinen tödlichen Ausgang gegeben und es wurden dann auch fünf Leute gefasst. Es handelt sich damals um eine rumänische Bande und vier der fünf Täter, die wurden dann auch zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. In diesem Falle, nun im aktuellen Home Invasion Fall, gab es dann circa 3 Stunden später, nachdem die Polizei alarmiert worden ist, einen Unfall in der Nähe, also bei der A2 im Gemeindegebiet Wart. Da wollte ein Mann eine Autobahn überqueren und ist dann von einem LKW erfasst worden. Und nun ist es eben Gegenstand der Ermittlungen herauszufinden, ob eben dieser Mann der mutmaßliche Täter ist, der diese Home Invasion verübt hat, geschweige denn, ob es sogar mehrere Mittelsmänner gibt oder ob auch mehrere an Ort und Stelle waren. Der Zeuge, also der Nachbar, der den Täter flüchten sehen hat und auch dann seine tote Nachbarin in einer Blutlache aufgefunden hat, der hat jedenfalls nur einen Mann in Richtung Waldstück flüchten sehen. Susi, besten Dank für dein Update aus dem niederösterreichischen Edlitz. Liebe Zuseher, alle weiteren Informationen finden Sie natürlich auch online auf oe24.at.